So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke. Guckt euch nicht den Pullover an, da müssten eigentlich hier lauter rote Flecken drauf sein, weil ich letztens diese Samyang-Nudelpizza gemacht habe und da ist alles rumgespritzt, ne? Und seitdem sieht er so komisch aus, deswegen habe ich den beim Video auch ausgezogen. Jetzt habe ich ihn wieder an, das ist der Adi. Und hier sind schon wieder drei Pakete, ich habe schon wieder Post bekommen. Hier ein riesengroßes Paket, da steht schon wieder Bulldog Cheese drauf. Irgendjemand hat er im Samyang Shop bestellt oder was, hat mir das geliefert. Heiko hat er gesagt, die haben vor Ort da irgendwas. Ich weiß nicht, ob das was mit Heiko zu tun hat. Hier in der Mitte ist was vom Martin S., ne? Das müsste der Flexmann sein, weiß nicht, ob man das verraten darf. Das ist der Martin, ne? Die meisten kennen ihn bestimmt nur, der Martin. Der hat ja letztens von mir Post bekommen, daher hat er meine Adresse und hat mir jetzt einfach was zurückgeschickt. Und das obere, mit dem wollen wir kurz anfangen, das ist nämlich hier vom Lukas oder Lachinho, müsste passen, da steht nämlich Dukwit Nukyu Yen drauf. Er hat mir letztens ein Paket geschickt, da waren zwei Samyang Soßen drin. Jetzt hatte der, bevor das Paket kam, schon gesagt, ich soll die Ware überprüfen. Es kann sein, dass die Ware, die er geschickt hat, über dem Verfallsdatum liegt, weil da irgendwie der Verkäufer irgendwas vermasselt hat. Jetzt habe ich geguckt und habe letztens wirklich die Soßen, die ich ausgepackt habe, die waren, also eine, die schwarze, war über dem Verfallsdatum, die andere nicht. Ja, wir legen das jetzt mal hier hinten auf dich drauf. Dann hat er gesagt, wenn man da ein Bild schickt, kümmern die sich drum und sorgen für Ersatz. Jetzt habt ihr hier wirklich nochmal ein ganzes Paket bekommen für diese eine Samyang Bulldog Soße, diesmal bis 8,22 haltbar. Die andere war nämlich bis 11,21, was ja schon drüber ist. Das heißt, ich habe sogar jetzt zwei schwarze, zwei rote und dann noch eine schwarze abgelaufene. Das heißt, ich muss bald mal anfangen, die Samyang Bulldog Soßen zu probieren und zu testen mit diversen Sachen. Danke aber an den Lachinho für diese zwei fetten Soßen. Wie gesagt, ich habe die immer noch nicht probiert. Die müssten ja aber eigentlich richtig brutal sein, weil die Soßen ja das sind, was so gut schmeckt. Und was mir auch noch aufgefallen ist im Nachhinein, dieses Füllmaterial, was hier drin ist, wenn ihr das mal nehmt und mal aufzieht, dann habt ihr theoretisch hier auch nochmal ein Bild drauf von diesem Samyang-Küken. Und da steht Samyang Hier Yang oder wie auch immer, weil das so eine bestimmte Sorte ist. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Genau wie das hier müsste dann wahrscheinlich das Carbonara sein. Oder was anderes. Ja, das ist wahrscheinlich was anderes. Auf jeden Fall sind da immer Bilder drauf, was ich sehr interessant finde. So, Ali, das ist jetzt, lass das mal so wie es ist. Das vom Flexmann heben wir uns mal kurz auf und kommen jetzt zu dem hier, weil wenn da das drin ist, was draufsteht, dann weiß man ja schon, was drin ist. Oder es ist was anderes. Hier steht einfach nur Saigon Monsoon GmbH, Frau Maria Foh, Schuhmacher gewann Heidelberg. Also ein riesengroßes, fettes Paket aus Heidelberg mit Samyang Bulldog Hot Chicken Flavor Ramen Nudeln. Und hier steht da Tiger and Dragons Heidelberg. Hat das jetzt was? Ich blick nicht mehr durch. Ist das jetzt vom Heiko? Ist das jetzt was anderes? Das ist schlimm, wenn man immer nicht. Und dann wird das über irgendeine Firma und dann hast du da im Endeffekt sind da Nudeln drin, weil mein Nudelvorrat halb zu Ende ging. Oder ist das wie. Ah, warte mal, hier vielleicht. Nee, vielleicht auch nicht. Gucken einfach mal hier drauf, was hier steht. Da steht nämlich. Nichts weiter. Nur die Lieferadresse. Amazon-Order steht noch mit drauf. Also jemand hat über Amazon an sich direkt dann bestellt, an mich geliefert von. Oh, jetzt habe ich das. Da steht ja meine Adresse drauf. So, jetzt tun wir das mal hier raus. Dann hast du hier noch mehr Müll. Guckt euch das an. Das sind Samyang Bulldog Cheese-Nudeln drin. Und die sind doppelt, das heißt, wenn ihr hier eins rausnehmt, habt ihr immer noch zwei dahinter. Das heißt, es sind vier hinten, drei vorne. Schade, dass es keine 8 sind. Das wäre doch perfekt aufgegangen. 7 Packungen.
7 Packungen Samyang Bulldog Cheese Nudeln. Und in einer Packung, in so einem Ding, sind 5 einzelne Packs. Jetzt rechnet euch das mal aus. 7 mal 5 sind 35 Packungen Nudeln. Stimmt das überhaupt? Das finde ich total... Hat doch letztens der Drarek hat doch erst geschrieben, dass er hier 10 Millionen Tonnen Samyang-Nudeln bestellt hat. Oder hat das was mit Drarek zu tun? Oder hat das was mit Heiko zu tun? Oder hat das... Wer bitteschön hat 7 Fünferpacks Samyang-Nudeln bestellt? Ihr seid doch völlig geisteskrank. Aber ich freue mich. Habe ich nämlich wieder was zu naschen. Und einen Jahresvorrat. Und immer wenn es mir beliebt, kann ich mir die super geilen Nudeln machen. Und jetzt haben wir hier noch das Paket vom Flexmann. So, einmal hier, einmal da. Der hat, glaube ich, schon angekündigt, dass er was für die Montags-Streams gesendet hat aus seiner Region. Da was Spezielles. Hier ist auch eine Karte drin, also ein Zettelchen. Schöne Grüße vom Flexmann. Meine Lieblings-Chili-Soße und leckeres Bier zum Löschen. Bitte niemals, wenn ihr was Scharfes habt und die Fresse brennt, niemals mit Bier löschen, beziehungsweise generell niemals mit Getränken löschen, die Kohlensäure beinhalten. Das wird nur noch schlimmer. Dann lieber entweder normales Wasser ohne Kohlensäure, aber das verteilt ihr erst recht, am besten also Milch. Milch ist Milch und Milch bleibt Milch. Aber nicht mit Bier löschen. Das Ding ist sowieso, wenn ich Scharfes esse, alles kein Problem. Wenn ich Alkohol trinke, kein Problem. Wenn ich was Scharfes esse und Alkohol trinke, habe ich immer den mega Sodbrennen des Todes. Also niemals mit Alkohol oder Bier löschen. Jetzt haben wir hier ganz viel Zeitungsmaterial drin. Wenn das jetzt kaputt gegangen wäre, dann sehe ich es aus wie bei dem Paket vom Natururin, wo der auch lauter Zeitungspapier hat, komplett durchnässt und in der Mitte nur noch Scherben drin. Das sah auf jeden Fall immer lustig aus. Jadi, was machst du denn? Jadi, ich sitze jetzt hier wie das Huhn auf der Stange und frisst schon wieder den Karton auseinander. Jadi, das muss doch nicht sein. Ist das hier die Soße? Das sieht aus wie eine Soße, genau. Hier, eine Soße. Oh, Mad Dog. This sauce will blow you away. 600.000 Scoville. Mad Dog Hot Sauce 357. Made with 6 million Scoville Pepper-Extrakt. Use it at your own risk. Also, bitte nach eigenem Ermessen benutzen. Eine Mad Dog Soße 357 aus 6 Millionen Scoville Pfefferextrakt mit immerhin noch 600.000 Scoville. Hier ist auch eine Patrone dabei. Ja, ist ein Schlüsselanhänger. Eine Patrone könnt ihr euch anhängen, steht ja auch Mad Dog drauf, Mad Dog 357, dann sehen alle, wenn ihr euren Schlüsselbund rausholt, dass ihr übelster Gangster seid und schon mal so eine Soße gekillt habt, ja, und dann haben die Angst und killen euch nicht, oder eigentlich versuchen sie euch erst recht zu killen, bevor ihr die killt, weil die dann denken, wenn ihr rumlauft, dann killt ihr die irgendwann, also lieber nicht an den Schlüsselanhänger dran, bevor es zu spät ist. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Hier habe ich nämlich ein Rothauspilz-Tannenzäpfle drin. Gab es das schon mal in einem Adventskalender? Oder steht das bei uns so öfters auch mal im Regal? Also irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ne? Guckt euch hier die Holde Maid an aus dem Geschichtsbuch mit 2 Humpen dabei. Da hinten hängen die braunen Würste vom Baum. Das sind also die Tannenzapfen, Tannenzäpfle vom Hochschwarzwald. Das ist wieder das Stichwort für Natururin und Genaya. So, das Tannenzäpfle Bier aus dem Hochschwarzwald. Gucken wir mal weiter. Sind es jetzt mehrere davon oder sind das insgesamt verschiedene? Wir haben ein zweites, das heißt, ein Montag ist schon mal gesichert. Da trinke ich ja immer 2 Stück ganz normal im Stream. Immer wenn wir 2 von der gleichen Sorte haben, ist das perfekt für den Stream geeignet. Ich mache es noch kaputt. Adi, Schatz. Wir haben ein drittes. Könnte man denken, zum So trinken. Wenn wir noch ein viertes haben, dann ist es auch wieder für den Stream. Oh mein Gott.
Es sind nur 3 Stück. Das heißt für mich, 2 nehme ich für den Stream. Und das dritte könnten wir jetzt eigentlich direkt mal aufmachen und testen, weil eine einzelne Flasche wäre für den Montag zu viel. Und am Montag 3 Flaschen, das wäre auch zu viel, auch wenn das nur 0,33 sind. Das ist vielleicht auch der Grund, wieso das 3 Stück sind, weil es nur 0,3 sind. Aber nee, das macht Sinn, wir lassen das zu. Wir dürfen jetzt keinen Alkohol trinken. Wir machen das am Montag, das Video geht eh schon lang genug, ne? Wir trinken einfach am Montag, dann, wenn es soweit ist und ich damit rankomme, das Rothauspilz Tannenzäpfle, weil 3 Stück sind ja dann auch 1 Liter. Das sind ja 0,99 Liter, also 1 Liter. Passt, perfekt, trinken wir 3. Sieht besser aus, da kann ich den Biercounter einblenden. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Dankeschön an den Flexmann. Die Soße muss ich auf jeden Fall auch probieren. Ne? Muss ich mal gucken, wie die reinhaut, wie die knallt. Die anderen Soßen muss ich auch alle mal probieren. Ich weiß gar nicht zu was. Hot Dogs. Geht schnell einfach. Für die 3 Biers. Danke auch an den Lacinio nochmal für die 2. Soße. Für die richtige Soße. Jetzt habe ich eine da. Und diesen ganzen Haufen Cheese, Bulldog Cheese Nudeln. Danke, 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 danke. Das war's von meiner Seite aus. Ich weiß nicht, wann das hochkommt. Guten Rutsch, neues Jahr. Prost, frohes Neues hier und gute Ostern. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ami, Schatz. Alles Gute. Ami. Genau, leg dich einfach in die... Ist das jetzt ein Klo? Ist das dein Klo, Adi? Ist das dein neues Klo? Ja, das saugt schön auf. Nein, macht's nicht.